Ja, dann begrüßen wir alle Zuhörer. Wir haben heute Abend wieder eine große Runde. Ich glaube, das liegt an dem Thema. Es geht heute Abend um Daten, um genealogische Daten. Und es geht darum, wie man diese Daten zum Beispiel auf Landkarten räumlich georeferenziert abbilden kann. Wir freuen uns, dass unser Vorstandsmitglied Katrin Möller das Thema übernommen hat. Sie hat damit ja auch beruflich zu tun und hat sich angeboten, über diese interessante Software, über die wir gleich was hören werden, uns zu berichten und uns zu zeigen, wie wir als Genealogen mit unseren Daten, mit unseren räumlichen Daten auch umgehen können. Dann gebe ich das Mikro weiter. Liebe Katrin, du kannst loslegen. Ja, vielen Dank für das große Interesse an dem Thema. Wir wollen uns heute sozusagen räumliche Visualisierung genealogischer Daten angucken, was natürlich nicht nur für genealogische Daten gilt, sondern eigentlich für viele Daten, die so anfallen. Ich selber bin zu dem Thema gekommen schon im Jahr 1997, nämlich in einem Seminar, wo ich eine Ausbildung bei Guy Papay genossen konnte, der einer der führenden Kartografen im Bereich der GIS-Technologien zu dieser Zeit war, jedenfalls auch im Bereich der historischen Forschung. Und das war eigentlich mein Glück, weil so bin ich sozusagen mit diesem Thema in Berührung gekommen und eigentlich hat mich das nie ganz wieder losgelassen. Seit diesem Seminar zu den Hexenverfolgungen in Mecklenburg, die wir eben auf einer Karte dargestellt haben. Allerdings war die Technologie tatsächlich damals noch eine deutlich andere als heute und die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind eben sehr viel einfacher, sehr viel schneller und von daher gibt es ja auch dieses große Interesse an Geodaten und an räumlicher Visualisierung. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Diskussion. Darauf hinweisen möchte ich natürlich, dass ich auch eine Praktikerin bin und das nie wirklich von Grund auf gelernt habe. Also tiefere Kenntnisse zu Koordinatensystemen etc. muss ich mir auch immer erst anlesen. Von daher also eher aus der Praxis, für die Praxis heute ein kleiner Einblick. Und wir wollen das Ganze sozusagen mit dem Programm QGIS machen. Aber nicht nur QGIS dabei eigentlich besprechen, sondern die historischen Adressbücher, die im Verein für Computergenealogie ja schon seit vielen Jahren digitalisiert werden, erschlossen werden und eben auch aufgenommen werden. Und gerade anhand dieser historischen Adressbücher und der vielen, vielen Daten, die hier bei CompGen schon vorliegen, lässt sich natürlich auch diskutieren, welcher Mehrwert eigentlich solche Datensammlungen auch für die Allgemeinheit hat, also für die historische Forschung. Das wird in den letzten Jahren ja doch auch immer oder zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Und von daher ist natürlich auch für alle interessant, mal anzugucken, was wir hier sozusagen eigentlich damit anstellen können, wenn wir das auf einer Karte visualisieren wollen und darstellen wollen. Und von daher möchte ich sozusagen so eine Kombi machen, also einerseits immer mal wieder auf die Daten gucken, andererseits aber eben auch das Tool QGIS vorstellen. Warum also Geodaten visualisieren? Grundlegend muss man dazu sagen, es gibt eigentlich zwei ganz verschiedene Arten, wie wir heute mit GIS-Systemen umgehen oder solche Daten visualisieren. Das eine ist, dass wir sozusagen Geodaten selber produzieren können, indem wir eben alte Karten georeferenzieren, also eigentlich Bilddaten georeferenzieren und dann in Vektordaten, also in Geodaten umwandeln, indem wir eben Territorien, Flächen, Straßenverläufe, Flüsse etc. digitalisieren und in solche GIS-Systeme einbauen. Auf der anderen Seite verwenden wir aber
Geokoordinaten, also Punktdaten eigentlich, um eben auch inhaltliche Informationen zu visualisieren. Also GIS-Systeme, Geoinformationssysteme sind eigentlich ein ganzes Bündel ganz unterschiedlicher Daten, die wir hier zusammenstellen und verarbeiten. Und man wird es nachher sehen. Ich vergleiche das immer eigentlich mit vielen Lagen Butterbrotpapier, die man immer wieder aufeinanderlegen kann und miteinander kombinieren kann, wo man was rauszieht und wieder anzeigt, um Dinge anzuzeigen. Da sind also viele Dinge möglich. Und dadurch entstehen eben nicht mehr statische Karten, die man dann einmal ausdrucken und in einen Atlas binden kann, sondern eben viele digitalen Verarbeitungsformen, die man unterschiedlich nutzen kann. Dieses Tool QGIS kann man sich eben als freie Software herunterladen und wie ganz viel freie Software hat das seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist eben, dass wir mit QGIS tatsächlich ein wirklich wirkmächtiges Arbeitswerkzeug bekommen, mit dem man sehr viele Dinge machen kann, bis hin zum eigenen Programmieren etc. Auf der anderen Seite ist es natürlich wie die meiste freie Software auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht unbedingt immer ganz intuitiv, sich da reinzudenken, aber mit ein bisschen Anschub kann man da schon sehr weit kommen und kann schon viele Dinge machen. Und das möchte ich eben heute ja auch zeigen. Die Adressbücher sind natürlich eine ganz besondere Quelle. Ich habe heute einfach mal eins aus dem Jahr 1920 aus der Stadthalle hier mitgebracht, wo man einfach auch noch mal sehen kann, welche Art von Informationen hier verarbeitet werden. Das sind ja ganz, ganz viele Einträge zu Personen, die in einer bestimmten Adresse in einer bestimmten Stadt wohnen. Und wir haben eigentlich zwei Ebenen von Informationen hier schon drin. Das heißt einmal natürlich ein Adressdatensystem, das für eine bestimmte Stadt hier digitalisiert und angezeigt werden kann. Auf der anderen Ebene, und das ist die Ebene, die wir uns heute angucken werden, haben wir natürlich Adressbücher, also möglichst oder fast gleichartige Quellen für eine Vielzahl von Städten und Orten. Und die können wir uns natürlich auch im Gesamtüberblick angucken. Und diese beiden Verarbeitungsstufen, ob jetzt hier auf der Ebene der Mikrodaten, also der Einträge zu jeder einzelnen unterschiedlichen Person oder ob eben auf dieser Ebene der unterschiedlichen Städte, macht natürlich schon mal sehr großen Unterschied, wie man diese Daten auch räumlich visualisiert und welche Informationen man letztendlich dort anbinden kann. Wir haben das, Georg Fertig, der an dessen Lehrstuhl ich ja arbeite, und ich haben das im Kontext einer Analyse der Adressbuchdatenbank gemacht, die uns Jesper Zetlitz freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, weil wir eigentlich mal schauen wollten, welche Informationen kann man eigentlich zur weiblichen Berufstätigkeit und zur Frauenarbeit finden. Und das wollen wir in zwei Wochen auch auf der Digital History Tagung in Berlin vorstellen. Wer sich also inhaltlich auch für die Auswertung interessiert, kann dann gerne auch digital oder auch in Präsenz daran noch teilnehmen. Und wir haben natürlich für weibliche Berufstätigkeit, aber auch für männliche Berufstätigkeit in diesen Adressbuchregistern eine Vielzahl von Angaben, weil die Berufsangabe in den meisten Adressbüchern eben mitgeführt wird, wie hier zum Beispiel bei Richard Lützow, der Kriminaloberwachtmeister, der hier in Halle tätig ist. Und man sieht schon, für die Frauen sind das natürlich ein bisschen andere Strukturen und Angaben, die hier gemacht werden. In diesem Fall hier, Anna Lützow ist also eine Witwe. Sie ist selber gar nicht berufstätig, sondern wird hier mit ihrem Familienstand eigentlich geführt. Wir haben aber auch berufstätige Frauen, wie hier zum Beispiel, ich kann diesen Namen gar nicht aussprechen so richtig, Wlowski,
Also die Gertrud, die hier als Stadtschwester in der Stadthalle tätig ist. Und wir haben natürlich auch Frauen, die dann mit der Berufsangabe ihres Mannes als Witwe vielleicht selber berufstätig sind, vielleicht aber auch nicht. Also wir haben eine Vielzahl von Angaben, die ein bisschen anders angegeben werden als bei den Männern. Das ist natürlich nochmal ein quellenkritisches Problem, mit dem man sich hier beschäftigen kann, aber das jetzt heute gar nicht im Vordergrund stehen soll. Da die Digitalisierung dieser Adressbücher und auch die manuelle und auch automatisierte Aufnahme mit Transkribus beispielsweise dieser Daten mittlerweile so weit vorangeschritten ist, macht es natürlich auch Sinn, sich hier eben einfach mal übergreifend mit diesen Adressbüchern zu beschäftigen. Wobei man sich natürlich immer wieder vor Augen halten muss, dass man vor allen Dingen Haushaltsvorstände sich anschaut. Und wir haben jetzt einfach mal einen Abgleich auch gemacht, also ungefähr 10,5 Millionen Einträge zu Haushaltsvorständen gibt es eben in dieser Adressbuchdatenbank, die aus ungefähr 1.364 Adressbüchern stammen. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viele Adressbücher es im Bereich des ehemaligen Kaiserreiches im deutschsprachigen Bereich gab, ja, dann sieht man auch sehr deutlich, da ist auch noch viel zu tun. Es sind nämlich momentan maximal 10% von Adressbüchern, die tatsächlich hier in dieser Datenbank schon drinstecken. Wobei natürlich, wie umfangreich oder wie komplett jetzt ein Adressbuch hier aufgenommen wurde, auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Die Herkunft der Daten ist auch noch ein bisschen unterschiedlich, das werden wir nachher noch sehen, und kann eben auch Gebiete umfassen, die jetzt in Südafrika oder in Südamerika liegen etc. Aber immerhin stammen fast 10 Millionen Daten hier aus dem deutschsprachigen Reich und ungefähr 1,5 Millionen Einträge davon umfassen dann auch weibliche Haushaltsvorstände. Wenn man sich jetzt nochmal auf die Zeit ein bisschen auch guckt, wir haben das jetzt für den heutigen Tag einfach mal zusammengefasst und keine zeitlichen Schnitte gemacht. Das kann man aber dann natürlich sehr wohl machen. Dann sieht man, dass ist hier ein Schwerpunkt der Aufnahme vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab, während eben aus den Anfängen und dann vor allen Dingen auch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht ganz so viele Adressbücher aufgenommen wurden, wiewohl die natürlich auch existieren in vielen Orten, kann man ja eigentlich mit dem Beginn des Kaiserreichs spätestens dann auch Adressbücher finden. Genau. Um überhaupt so eine Karten zu erstellen, waren ganz schön viele Vorarbeiten notwendig, denn die Adressbuchdatei war noch nicht besonders wohl geordnet, so wie ich die bekommen habe. Und man sieht schon sehr deutlich, dass hier auch sehr viele Arbeiten im Bereich der Datenkuration notwendig war. Um eben Berufe überhaupt auswerten zu können, habe ich erstmal zusammengefasst, wie viele Berufsbezeichnungen gibt es eigentlich. Also man sieht schon, das sind über 700.000 Einzelberufsbezeichnungen gewesen. Die musste ich also erstmal klassifizieren und zusammenfassen mit unserer Klassifikation der historischen Amts- und Berufsbezeichnungen, die ODAB genannt, was sozusagen so ein großes Normdatenverzeichnis zur Taxonomie von Berufen für diese Zeit ist, mit der wir eben im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastrukturen jetzt auch antreten und diese auch veröffentlichen werden, so dass man die eben auch für andere Zwecke gerne verwenden kann. Wir haben ja fast 200.000 Vornamen gehabt, die eben noch nicht einem Geschlecht zugeordnet waren, was ich natürlich, wenn ich jetzt Frauen- und Männerarbeit hier mir angucken will, auch noch erstmal ordnen musste. Und wir haben 27.854 unterschiedliche Ortsbezeichnungen gefunden in diesen 10 Millionen Daten, von denen 13.000 oder fast 14.000 eben schon eine GOF-Kennung hatten. Und die GOF-Kennung ist ja das, was der Verein für Computergenealogie selber auch erstellt hat und was eben gerade im Rahmen der Adressbuchaufnahmen ja auch entstanden ist und wichtig geworden ist. Also das geschichtliche Ortsverzeichnis, in dem eben
diese ganzen vielen unterschiedlichen Ortsbezeichnungen schon normiert wurden und in denen hier diese Daten auch schon mit Geokoordinaten versehen wurden. Man sieht aber, dass auch bei den Adressbuchaufnahmen längst nicht alle schon auch eine gültige GOV-Kennung erhalten haben. Das hängt natürlich auch mit der zeitlichen Genese des Entstehens dieses Datensatzes zusammen. Und auch wenn wir diesen Datensatz jetzt schon relativ weit kuratiert haben, ist da immer noch auch genügend zu tun. Aber für den heutigen Tag haben wir schon mal ein Zwischenergebnis, das wir auch zeigen können. Wichtig ist, wenn man mit QGIS arbeiten will, dass man möglichst auch auf externe Ressourcen zugreifen kann, damit man nicht alles neu machen muss. Und QGIS hat eben nicht nur die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Daten eigentlich aufzunehmen, sondern mit den Shapefiles hat man sozusagen ein Format, ein Datenformat, das man hier nutzen kann. Und von daher haben wir uns natürlich auch umgeguckt, welche Shapefiles können wir eigentlich hier in dieses Tool auch einbinden, um eben nicht Karten selber erstmal räumliche Daten selber erstellen zu müssen. Und hier werde ich heute vor allen Dingen zwei Dinge mit einbinden, die aus externen Quellen stammen. Das ist einmal die Kreisstrukturen des Deutschen Kaiserreichs. Die habe ich aus dem Projekt Mosaik, das beim Max-Planck-Institut für Demografie veröffentlicht wurde, heruntergeladen, wo eben alle Kreise des Deutschen Reiches sozusagen schon räumlich digitalisiert sind, was natürlich eine wahnsinnige Hilfe ist, weil das ist eine ganz schöne Arbeit, die da schon geleistet wurde. Die sind georeferenziert und die kann man eben, indem man sich hier anmeldet bei dem Portal und dann die Shapefiles herunterlädt, mit einbinden. Das zeigt auch nochmal, wie wichtig offene Daten sind und nachnutzbare Daten sind, die hier eben nachgenutzt werden können. Und das Zweite, was ich gerne zeigen möchte, das sind die Grenzen des Deutschen Kaiserreichs. Man sieht das hier schon im Bild, wie die aussehen, die man sich eben hier an der Harvard University herunterladen kann. Und wo man sozusagen die Möglichkeit hat, sich auch Shapefiles oder eben auch andere Datenformate herunterzuladen, wo man aber eben auch Web-Services mit einbinden kann. Und das gucken wir uns jetzt mal in QGIS an, wie das eigentlich aussieht, und wechseln in das Programm QGIS. Wer das von der Webseite, die ich noch mal kurz zeigen will, zumindest hier herunterlädt, der hat immer die Möglichkeit, sozusagen eine eher dauerhaftere Version, eine Langzeitversion herunterzuladen oder aber eben auch die neueste Version. Ich selber nutze meistens die Langzeitversion, weil QGIS durch die große Community, die es hat, eben doch sehr schnelllebig ist und sich vieles sehr schnell verändert, was nicht immer nur von Vorteil ist sozusagen, weil dann manche älteren Dinge auch nicht mehr gehen, die man vielleicht geliebt hat, und Plugins, die man gerne genutzt hat, dann mit einer neueren Variante vielleicht nicht so ganz funktionieren. Wenn man QGIS startet, dann kann man sozusagen hier unter Ansicht die unterschiedlichen Bedienfelder und auch Ansichtsfelder, die man hat, einblenden, wobei eben vor allen Dingen das Arbeitsfeld natürlich wichtig ist, dann die ganzen Verzeichnisse, die man mit diesem Undock-Fenster-Browser sich hier anzeigen lassen kann, und die sogenannten Layer. Die Layer sind jetzt die Schichten Pergamentpapier sozusagen, die man hier einlädt. Und das Erste, was man natürlich braucht, ist vielleicht eine moderne Grundkarte. Wenn wir an das Imagebild jetzt zur heutigen Veranstaltung zurückdenken, dann hatten wir hier eben die OpenStreetMaps-Karte, und die kann ich mir in QGIS natürlich als Webservice auch einbinden. Das kann ich tun, indem ich ein sogenanntes Plugin installiere, und das ist in QGIS eben immer eine ganz wichtige Sache: Erweiterungen verwalten und einbinden.
Das ist also hier ein Extrafeld, das aufgeht. Und hier sind praktisch alle Plugins aufgeführt, die man bei QGIS irgendwie nutzen kann. Und Sie sehen schon oder ihr seht schon, das sind extrem viele. Und man kann sich eben hier den QuickMap-Service für QGIS beziehungsweise den QuickOSM-Service installieren. Man geht dann hier einfach nur auf Erweiterung installieren und dann hat man die sozusagen in seinem QGIS mit drinne. Und dann kann man die unter dem QuickMap-Service dann auch mit einbinden. Also indem man dann hier auf OSM geht und die OSM-Streetmaps-Karte zum Beispiel einbindet, kann man die hier mit hereinnehmen. Ich habe das schon getan, deshalb brauche ich das jetzt nicht nochmal machen. Und wir erhalten hier also diesen Live-Zugriff auf diesen Service. Map-Services und Web-Feature-Services kann man also jede Menge hier einbinden, weil die von heutigen Datenanbietern, vor allen Dingen eben den Vermessungsämtern etc. ja häufig schon frei herausgegeben werden und eingebunden werden können. Und das kann man eben hier auch jederzeit machen. Und jetzt kann man eben anfangen, seine eigene Karte aufzubauen. Ich hatte ja schon gesagt, man kann jetzt sozusagen hier unterschiedliche Features, Shapefiles, Rasterdaten etc. dazu einbinden. Und ich hatte ja vorhin vorgestellt, wir wollen diese Ansicht der Grenzen, hier ist das nochmal, uns eben herunterladen, die Webseite dazu. Also man kann das jetzt von der Webseite sozusagen runterladen. Das habe ich im Vorfeld schon mal gemacht und auch ausgepackt, weil häufig muss man sich dazu anmelden oder eben auch herunterladen erst einmal und dann aus der ZIP-Datei natürlich auspacken. Und diese Layer kann man jetzt unter diesem Hauptpunkt Layer hier eigentlich gut herunterladen. Man kann also selber Layer erstellen. Man kann aber eben Layer auch, die schon fertig sind, einbinden. Und jetzt sieht man hier nochmal diese breite Palette unterschiedlicher Möglichkeiten, angefangen von der Bilddatei, von der Textdatei, in der vielleicht eben die eigenen Daten liegen oder eben auch so ein Web-Maps-Feature oder Web-Map-Service, beziehungsweise eben auch so ein Vektor-Layer mit so einer Shape-Datei kann man das jetzt hier machen. Und wenn ich darauf gehe, dann kann ich hier jetzt einfach dieses Pack, was ich mir runtergeladen habe, einbinden. In meinem Fall wäre das jetzt hier also diese CHP-Datei. Dabei muss man wissen, so eine Shape-Datei besteht immer aus mehreren Dateien. Die müssen auch immer in einem Unterverzeichnis liegen, damit das angesprochen werden kann. Aber eingebunden wird dann diese Shape-Datei. Und wenn ich jetzt hier auf Hinzufügen gehe, dann wird die sozusagen hier eingebunden. Das ist jetzt gerade noch kaum sichtbar, aber man erkennt schon so ein bisschen hier auf meiner OpenStreetMaps-Karte, dass ich jetzt hier praktisch meine Shape-Datei runtergeladen habe und jetzt hier dieser Grenzverlauf angezeigt wird. Und weil der natürlich georeferenziert ist, wird es auf die Karte passend auch gemappt. Wobei als Ausgangsbasis immer die erste Karte ist sozusagen das definiert das Koordinatensystem. Das steht dann auch immer hier unten und die Daten werden dann heruntergeladen und werden eingepasst auf dieses Koordinatensystem, beziehungsweise man kann das dann auch selber steuern. Damit ich das jetzt so gestalten kann, wie ich das hier brauche, kann ich auch nochmal mit Doppelklick auf die Eigenschaften gehen, die hier so eine Datei hat. Also hier auf der linken Seite sehe ich alle möglichen Informationen. Ich kann mir eben hier angucken, woher kommt eine Datei, wo liegt sie, was für ein Koordinatensystem hat sie, bis hin zur Symbolisierung. Und da kann ich jetzt beispielsweise einfach mal sagen, okay, ich will das jetzt mal als große Grenze mir hier auch anzeigen lassen. Und ich kann das also jederzeit anpassen und verändern, so wie ich das gerne haben möchte. Und damit haben wir jetzt sozusagen hier schon die erste Shapefile eingeladen. Und das Zweite, was ich jetzt machen kann, ist mir zum Beispiel auf die gleiche Art und Weise dann auch diese
Kreisgrenzen, die ich ja gezeigt habe, aus diesem Mosaikprojekt reinholen. Das habe ich jetzt mal schon vorbereitet und zeige das hier einfach an. Also man sieht sehr schön, dass hier diese Kreisgrenzen dann doch recht gut passend hier auch angezeigt werden. Man kann das dann auch immer nochmal vergrößern. Man sieht also hier an den Grenzen passt es nicht ganz genau zusammen. Ja, da sind dann eben doch beim Digitalisieren einige nicht so übereinstimmende Bereiche, aber für so eine große Darstellung ist es erstmal durchaus tauglich und kann man hier sozusagen auch weiterverwenden. Und ich habe jetzt schon mehrere Dateien mir sozusagen runtergeladen und mal zusammengebaut, um eben hier jetzt auch Europa, das Wasser sozusagen zu visualisieren und eigentlich erstmal nicht mehr OpenStreetMaps zu sehen, sondern vielleicht eben auch eine Karte, die ich mir später einfach herunterladen kann und die ich eben auch für irgendwelche Darstellungen dann auch gut gebrauchen kann. Auf diese Weise haben wir jetzt sozusagen schon mal so eine Grundkarte, eine politische Grundkarte erstellt, die hier für die Daten, die ich jetzt einbinden möchte, natürlich verwenden kann. So, und jetzt gucken wir nochmal auf unsere Daten des Adressbuches. Ich habe ja schon gesagt, das sind erstmal sehr viele Einzeldaten gewesen, die wir praktisch aus jeder einzelnen Person erzeugt habe. Und diese Daten habe ich dann entsprechend der Ortskennung aggregiert. Das heißt, ich habe sie zusammengefasst. Für jeden Ort habe ich ausgezählt, wie viele Personen sind hier berufstätig gewesen, wie viele Frauen, wie viele Männer, in welchen Zeiträumen und in welcher Berufsgruppe waren sie berufstätig. Das ist also schon mal eine relativ große Vorarbeit gewesen, um jetzt für jeden Ort, der hier eingetragen wurde, diese Informationen zusammengefasst pro Ort zu haben. Man könnte das natürlich auch individuell lassen. Man könnte sozusagen für jeden Menschen eine Geokoordinate anzeigen lassen. Das wird dann allerdings sehr, sehr unübersichtlich. Für einen Ort oder für einen bestimmten Zeitschnitt in einem Ort macht das dann vielleicht schon wieder mehr Sinn. Aber da auch nochmal wirklich dieser Unterschied zwischen diesen aggregierten, zusammengefassten Daten und dann doch eher die Mikrodaten für jede Einzelperson. Wir haben dann entlang dieser Ortskennung aus dem GOF uns natürlich auch die Geokoordinaten reingeholt für das Verzeichnis. Und eigentlich wollte ich mir auch noch den Namen aus dem GOF holen. Da habe ich aber zu spät mit angefangen. Und das hat mir jetzt OpenRefine nicht mehr so schnell gemacht. Das dauert nämlich bei diesen vielen Daten, die ich hier wälze, doch auch ein bisschen länger. Und man sieht hier nochmal die Gesamtzahl. Also es gibt eben Adressbücher, in denen haben wir pro Ort sozusagen hier mehr oder fast 300.000 Daten. Es gab aber auch eine Reihe von Einträgen, wo wir nur ein Datum hatten. Die habe ich jetzt in dieser Datei mal weggelassen. Ich habe jetzt hier nur Adressbücher drin, wo ich mindestens 100 Einträge hatte. Aus dieser Datenbank mache ich jetzt eine CSV-Datei. Das heißt, ich versuche sozusagen hier das Ganze so zu gestalten, dass ich das dann in QGIS einbinden kann. Und diese CSV-Datei kann ich jetzt sozusagen genauso wie vorher diese Shape Layer auch einbinden in mein QGIS. Das geht eigentlich auch wieder genauso, wie wir das vorher gemacht haben, nur dass wir jetzt eine Textdatei als Layer importieren. Und diese Textdatei habe ich hier sozusagen schon vorbereitet. Das ist also nichts anderes als diese Daten, die ich eben auch gezeigt habe, nur dass ich sie jetzt eben hier als CSV reinhole. Man muss jetzt sozusagen hier auf jeden Fall auch noch Aussagen dazu machen, wie sind die Daten getrennt, also mit Semikolon, und wo befinden sich jetzt hier
die eigentlichen Koordinaten, also die Longitude und die Latitude. Das muss man dann auch richtig zum X- und Y-Feld zuordnen, findet man aber auch alles im Internet. Und man muss es eben zum Geokoordinatensystem auch richtig anordnen. Wenn ich jetzt auf Hinzufügen gehe und schließen, so, dann sollten hoffentlich irgendwo hier ganz oben die neuen Orte entstanden sein. Genau, die sind jetzt hier unten gelandet. Die hole ich jetzt mal nach hier oben. Und man sieht jetzt schon, das sind noch relativ hohe Daten. Das heißt, pro Ort existieren jetzt hier noch sehr viele unterschiedliche Daten. Man sieht aber auch schon sehr schön, wenn ich jetzt mal meine ganzen Sachen hier wieder rausnehme und nur OpenStreetMaps lasse. Die Grenze können wir auch mal kurz ausmachen. Man sieht jetzt nochmal, also wir hatten hier in Shanghai, wir haben in Südamerika Daten und wir haben vor allen Dingen in Europa Daten, die mir hier angezeigt werden. Und wir haben jetzt also hier jede Menge Daten, die wir uns hier irgendwie zu Gemüte führen können. Das Hauptproblem, oder was heißt das Hauptproblem? Für so eine aggregierte Darstellung sind das noch immer ganz schön viele Daten, weil ich natürlich, wenn ich mir jetzt hier mal die Informationen zu diesen Daten anschaue, weil ich eben nicht nur Oldenburg Stadt sozusagen hier jetzt angezeigt bekomme, sondern eben auch Orte, die zwar heute zu Oldenburg gehören, früher aber eigenständig waren, hier zum Beispiel Osterburg, das heute ein Stadtteil von Oldenburg ist. Und man sieht eben da, wo sehr viele Adressbücher aufgenommen wurde, haben wir eben jetzt hier extrem viele Darstellungen. Deshalb haben wir sozusagen für diese Erstellung der Karte sind wir ein bisschen anders vorgegangen. Wir haben eben nicht alle Adressbücher einzeln dargestellt, sondern wir haben eben Orte zusammengefasst und haben hier sozusagen mal versucht, diese Orte sozusagen nach den heutigen Orten, die es gibt, zusammenzufassen und anzuzeigen. Das habe ich genauso reingeholt wie vorher auch die Daten. Das ist also auch wieder eine CSV-Datei, in der die einzelnen Informationen drinstehen. Nur, dass ich sie jetzt eben ein bisschen zusammengefasst, was heißt, nicht ein bisschen, sondern sehr viel stärker zusammengefasst habe und vor allen Dingen die Ortskennung, die bei den Adressbüchern ja auch auf die unterschiedlichen Zeitebenen immer unterschiedlich rekurrieren, sind hier jetzt eben einzelne Punkte geworden. Auf jeden Fall kann man jetzt sehen, dass man schon eine Karte hat, wenn wir uns jetzt wieder die Grenze auch nochmal anzeigen lassen, die ja schon mal einen Aussagepunkt hat. Und jetzt kann ich sozusagen die Informationen, die ich in meinen CSV-Daten stecken habe, zu einzelnen Berufsgruppen, zu Frauen und Männern etc. oder vielleicht eben auch zu Häufigkeiten unterschiedlich symbolisieren lassen. Das heißt, die Informationen, die eigentlich in der Attributdatei, also in der Datenbank zu den Orten stecken, können wir jetzt nach eigenem Gutdünken uns anzeigen lassen. Und das ist ein wirklicher Vorteil, weil man eben hier seine Daten auf ganz unterschiedliche Art und Weise immer wieder neu konfigurieren kann und sozusagen ausgestalten kann. Und jetzt gucken wir einfach mal hier rein. Also wir hatten vorher diese Symbolisierung nach einem Einzelsymbol unter dem Punkt Symbolisierung. Das steckt also immer in den Layer-Eigenschaften. Und jetzt kann ich mir überlegen, okay, ich möchte aber vielleicht ein abgestuftes System zu einer bestimmten Variable, also zu einer bestimmten Information mir einfach mal anschauen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel die Gesamthäufigkeit drinne, also wie viel Einträge gibt es eigentlich für einen bestimmten Ort. Und das kann ich mir eben in so einem abgestuften Intervall vielleicht besonders gut angucken. Also wenn ich jetzt bestimme, ich möchte eine bestimmte Klassenanzahl haben, dann kann
Kugels eben mit unterschiedlichen Formen hier das sozusagen entweder selber auch festlegen. Er kann selber diese Intervalle hier bilden oder aber ich kann eben auch selber Intervalle bilden, indem ich sage, nee, ich will jetzt nicht die untere Grenze hier 80.000 haben, sondern ich mache jetzt mal den ersten Schnitt, weiß ich, bei 500 Daten vielleicht an einem Ort. Und dann passt da das auch an. Auch die Farben und die Informationen kann man eben nach Gutdünken hier einfach auch verändern. Man kann auch die Größe der Einzelsymbole nochmal, halt, jetzt geht das wieder hier hinten auf, kann man eben auch ändern, so dass man selber auch anpassen kann, wie werden denn meine Informationen jetzt später auf dieser Karte angezeigt. Wenn ich jetzt auf Anwenden gehe und OK drücke, dann sieht man schon, jetzt sind einige Orte eben hier herausgehoben, weil das eben Orte sind, wo besonders viele Daten aufgenommen wurden. Und ich habe jetzt hier sozusagen auch meine Informationen, also hier die Gesamthäufigkeit, wie viele Daten pro Ort wurden hier sozusagen auch tatsächlich gefunden. Das kann man jetzt natürlich auch mit mehr oder weniger logischen Informationen machen. Ich habe jetzt einfach mal schon auch im Vorfeld hier mal sozusagen natürlich nach der Frauenarbeit gesucht. Ich habe also geguckt, wie viel Frauenarbeit wurde dann in einem Adressbuch hier gefunden. Man sieht also grau, was man jetzt durch die Kreisdarstellung kaum sieht. Die könnte ich also auch mal kurz rausnehmen. Grau hinterlegt sind die Orte, in denen es keine Analyse möglich ist. Und weiß dargestellt werden also alle Orte, wo der Frauenanteil unter 5% ist, beziehungsweise diese herausgehobenen Orte hier sind die Orte, die besonders viele Frauenarbeit haben. So, auf diese Weise kann man jetzt also seine Daten selber visualisieren und so anpassen, dass die Informationen, die man hier kenntlich machen möchte, natürlich auch sichtbar macht. Schalten wir mal wieder unsere Kreise ein. Jetzt ist das ja noch eine Karte, in der ich viele Informationen erst einmal vielleicht so halbwegs räumlich einordnen will. Ich kann jetzt aber auch mir sozusagen die Ortsnamen, wenn die in dieser Tabelle auch stehen, in dieser Information, könnte ich mir die Ortsnamen eben auch sichtbar machen. Die habe ich ja jetzt noch nicht reinbekommen. Das könnte ich jetzt mir aber für alle Daten auch anzeigen. Oder aber ich kann eben auch einen eigenen Layer anlegen, wo ich vielleicht einige Orte, die ich gerne zeigen möchte, auch digitalisiere. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Also ich habe mir einfach einen Layer, der heißt Orientierungsstädte, geschaffen. Und habe also an einigen Ortspunkten einfach einen Punkt gesetzt, die ich dann beschriftet habe. Und das können wir uns mal angucken. Da gibt es hier die Attributtabelle. Das sind also einfach ein paar ausgewählte Orte, die dann digitalisiert wurden. Und das kann man eben auch jederzeit weiter fortsetzen und digitalisieren. Dazu haben wir eben die Möglichkeit, diesen Layer zu bearbeiten. Das heißt, ich kann hier auf Bearbeiten umschalten und wenn ich mir jetzt sozusagen einfach mal wieder OpenStreetMaps angucke, dann kann ich mir jetzt einfach einen Ort aussuchen, den ich digitalisieren möchte. Wo haben wir einen größeren Ort, den wir einfach noch nicht drin haben? Nehmen wir doch mal Nürnberg, ob das so groß ist, weiß ich nicht. Aber hier kann ich jetzt sozusagen fortsetzen, das Digitalisieren. Ich könnte natürlich auch jetzt die Geokoordinaten eingeben, um vielleicht den Ortsmittelpunkt genau zu digitalisieren. Aber indem ich jetzt hier sozusagen einen Ortsnamen vergebe, wird der also zu meinem Layer hinzugefügt. Ja, und dadurch, dass ich den Ortsnamen dort eingefügt habe, wird der auch gleich mit angezeigt. Und wenn ich jetzt sozusagen meine Karte hier wieder herstelle, dann hätte ich jetzt hier ein neues Element digitalisiert.
Das könnte ich jetzt sozusagen auch mit weiteren Lehren machen, die ich eben auch neu erzeugen kann. Das muss ich dann immer wieder abspeichern. Und wenn ich aus dem Digitalisieren herausgehen will, muss ich das Digitalisieren natürlich auch beenden. So, dass ich jetzt, wenn ich neue Punkte hier setzen würde, da auch nichts kaputt machen kann. Also jetzt ist das abgeschlossen, das Digitalisieren. Ich kann mich in dieser Karte dann wieder bewegen und kann das sozusagen hier verändern. Und auf diese Weise kann ich jetzt eben auch ganz neue Elemente mit hier rein digitalisieren, indem ich eben ein Layer auch erstelle und einfach sage, okay, ich möchte jetzt ein neues Shapefile-Layer hier machen. Dazu muss ich dann einfach einen Namen vergeben. Das fällt mir jetzt einfach ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Flüsse digitalisieren wollte, dann müsste ich jetzt sozusagen hier erstmal irgendein Verzeichnis wählen, in dem ich eben diese CHP-Datei dann auch einsetze. Und ich muss bestimmen, was soll das jetzt sein? Man hat eben immer die Wahl zwischen Punkten, zwischen Linien und Polygonen, also Flächen, die man dann digitalisieren kann. Und wenn ich jetzt einen Fluss digitalisieren wollte, dann müsste ich mich natürlich hier für eine Linie entscheiden und das machen. Und wir hatten ja vorhin gesehen, dass unser Layer hier eben die Ortsnamen mit aufnahm. Das ist praktisch auf dieser Ebene. Ich gebe jetzt hier an, welche Informationen, welche Attribute, welche Eigenschaften ich eigentlich diesem Layer mitgeben möchte. Wenn ich zum Beispiel einen Fluss digitalisiere, dann würde ich ja vielleicht gerne den Flussnamen auch mit angeben, damit man den vielleicht mit anzeigen kann oder beim Ort etc. wäre das ja auch wichtig. Und ich kann dann natürlich einen Feldtyp hier angeben und kann das sozusagen dann hier mit aufnehmen, so dass, wenn ich nachher den Fluss digitalisiere, er mich auch danach fragt. Und das ist eben auf der einen Seite wichtig. Auf der anderen Seite ist wichtig, dass man natürlich auch IDs vergibt, so dass man dann später eben auch ein Nummernsystem zum Beispiel hat, über dem man weitere Informationen hier anbinden kann. Gut. Und jetzt habe ich hier eben einen neuen Layer bekommen, der mir auch angezeigt wird. Den kann ich jetzt auch wieder mit Eigenschaften versehen. Man sieht schon, okay, der ist jetzt hier zu einer grünen Linie versehen. Ich kann das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen größer machen, damit man jetzt auch erkennt. Und jetzt könnte ich anfangen, hier so einen Flusslauf auch zu digitalisieren. Nehme ich mal meine ganzen Daten raus. Gut, wenn ich jetzt auf den Digitalisierungsbutton gehe, dann kann ich jetzt hier auf die Karte eben referenzieren und könnte jetzt anfangen, so einen Flusslauf eben zu digitalisieren, indem ich dann eben auch hier einfach anfange und jetzt sozusagen hier das entsprechende digitalisiere. Das will ich jetzt gar nicht so fortsetzen. Und wenn ich jetzt das abschließe, kann ich dem eben eine individuelle ID-Nummer geben. Intern vergibt das System auch immer eine. Und ich kann den Flussnamen dazu schreiben. Und dann habe ich jetzt hier eben so einen Flussabschnitt sozusagen digitalisiert. Da gibt es sehr viele Werkzeuge, damit man das sehr passgenau macht, etc. Also man kann auch jederzeit neue Elemente hier reinholen und mit in die Karte aufnehmen. Man kann also historische Karten dann auch georeferenzieren und hier abbilden etc. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten, um damit zu arbeiten. Gut, und wenn man dann so halbwegs, halt, ich bin noch in dem Digitalisierungsmodus, wenn man dann halbwegs fertig ist und zufrieden ist mit seinem Produkt, nochmal hier wieder unsere Karte zurück. Nee, das war die falsche Grenze.
Da oben war sie. Und wir lassen uns mal wieder unseren Frauenanteil anzeigen. Dann kann man jetzt auch das Ganze publizieren, wenn man will, und sich auch wieder ausgeben und ausdrucken. Dann hat man in QGIS hier sozusagen die Möglichkeit, sich Drucklayouts zu erstellen, indem man dann sozusagen hier in einen Editor geht und sich hier sozusagen alles Mögliche herausgeben lassen kann, um so eine Karte zu erstellen und sichtbar zu machen. Also hier kann man jetzt sozusagen anfangen, dieses Layout zu erstellen. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ich will es eben nur einmal zeigen, so dass man eben auch für den Printbereich durchaus sehr schöne Karten hier erzeugen kann und dann mit Bildern, mit Überschriften, mit Maßstab, mit Legende etc. hier die unterschiedlichen Layer auch sichtbar machen kann und angeben kann. Okay, gut, das ist vielleicht ein erster Einblick, wie das so grundlegend funktioniert und was man machen kann. Es gibt natürlich noch jede Menge mehr in QGIS. Und ich hatte ja auch schon gesagt, da können ganz unterschiedliche Karten letztendlich entstehen. Ich will nur mal ein paar Beispiele zeigen, was so Leute mit diesem Tool gemacht haben. Hier beispielsweise ein Beispiel von Basel, die Sozialtopographie der Stadt. Da wurde also mit einzelnen Parzellen gearbeitet, um die Parzellen dann praktisch zu nutzen und den Steuerbeitrag hier in der Stadt sichtbar zu machen. Das ist natürlich so, wie ich jetzt zuletzt den Fluss digitalisiert habe, hat man hier Flächen digitalisiert, Polygone, und hat die Daten dann mit angebunden und macht sie hier sichtbar. Ein anderes Projekt, was ich begleitet habe, ist von einer Studentin, Paula Göbel. Die hat einfach die Herkunft der Studierenden in der französischen Zeit und danach hier verglichen und hat mal geguckt, hatte das Einfluss sozusagen auf die Herkunft der Studierenden. Sie hat also hier historische Karten genommen, um die zu georeferenzieren und dann hier zu visualisieren, indem sie dann den Grenzverlauf und die Flächen auch digitalisiert hat. Und schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hier nochmal vielleicht auch die Karte der Hexenprozesse in Mecklenburg. Das war also ein Projekt, was aus den 90er Jahren schon stammt, wo wir aber eben jeden einzelnen Punkt hier auch digitalisiert haben. Da haben wir damals noch nicht mit Geokoordinaten gearbeitet, sondern haben eigentlich das statisch noch gebaut. Das ist eben heute viel einfacher. Aber auch hier eine Information, aus welcher Jurisdiktion kamen eben hier die Angeklagten. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man dann letztendlich thematisch, topografisch etc. hier visualisieren und darstellen kann. Und das geht eben hier mit QGIS doch relativ einfach und viele Dinge sind eben gut wiederverwendbar. Okay, so viel fürs Erste. Ich bin gespannt auf die Fragen und wir können gerne in eine Diskussion damit eintreten. Sagen wir erstmal Dankeschön. Und erinnern an die bewährte Form des Handhebens, damit wir eine Reihenfolge herstellen können. Marco ist der Erste. Ja, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wäre es möglich, dass vielleicht dann im Nachgang auch die Download-Links für die Shapefiles irgendwo mit bekannt gegeben werden? Ja, also wir können auch... Ich kann die auch nochmal in die PowerPoint tun und wir können die dann auch oder so, irgendwie ja, mit verknüpfen, sodass man sich das alles auch angucken kann. Dankeschön. Kannst du das auch nach OSM ausgeben? Nach OpenStreetMap? Ja, also, man kann ja auch wieder, also das kommt drauf an, welches Datenformat das braucht. Das kann man sicherlich. Bernhard, sorry, dazu meinst du jetzt wirklich, dass man die Daten quasi dem OpenStreetMap-Projekt zur Verfügung stellt? Oder meinst du einfach das Darstellen in einer Karte öffentlich, wo man dann OpenStreetMap als Hintergrund verwendet? Wie auch immer. Also das wäre ja die nächste Frage an Katrin.
legst du dies auf ihrem öffentlichen Server ab und man kann sich der Daten bedienen? Stellst du das unter eine bestimmte Lizenz oder was? Du hast ja Arbeit drin gesteckt. Insofern, wie geht man damit weiter um? Aber Marco hatte sich gemeldet. Marco, komm mal. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn man jetzt Daten für das OSM-Projekt bereitstellt, was die dort vielleicht für Daten nutzen. Aber wenn man quasi Daten einfach nur mit dem Hintergrund visualisieren möchte, auf einer Homepage zum Beispiel, dann kann man das über GeoJSON zum Beispiel machen, eine JavaScript-Bibliothek namens Leaflet. Und ich glaube, mit KML oder KMZ von Google funktioniert das auch. Ich denke auch, also man kriegt seine Daten jedenfalls in sehr viele unterschiedliche Formate hier. Das ist eben der große Vorteil mit QGIS. Und das ist ja auch die Community, die sozusagen auch webbasiert da sehr viel macht, auch eigene Server betreibt, auf denen man dann diese Daten hosten kann. Ich veröffentliche meine Daten meistens als Shapefiles einfach, also wo jeder sich die dann runterladen kann als Shapefile und weiter nutzen kann, wie er das möchte. Also ich mache nicht unbedingt eine webbasierte Veröffentlichung des Gesamtprojektes, sondern produziere eben einzelne Layer, die ich dann zur Verfügung stelle als Open Data. Das ist ja eigentlich auch der Sinn, ne? Dass man die Layer einzeln weiterverwenden kann und benutzen kann. Also das Veröffentlichen jetzt in Form eines Webprojektes auf der Homepage zum Beispiel, das geht über ein Plugin, was verfügbar ist. Ich glaube, das heißt QGIS to Web, kann man aber leicht recherchieren. Und das erzeugt dann zum Beispiel Leaflet-Daten. Und Leaflet ist auch nichts anderes als eine Implementierung von JavaScript. Also es werden dann HTML, JavaScript und CSS-Daten erzeugt, die man dann sehr leicht auf dem eigenen Webserver hochladen kann, ohne irgendwie einen speziellen Server, und kann die da drauf kopieren, wenn man so einen Webspace hat, und kann die dann zur Verfügung stellen. Dann hat man so eine webbasierte interaktive Karte, wo jemand dann draufklicken kann und sich vergrößern kann, was auch immer. Das geht also. Genau, hier gibt es sowas. QGIS to Web, genau, das ist das Tool. Was dann, es ist auch praktisch das Einzige. Und da kann man sich entscheiden, ob man Leaflet oder alternativ noch, ich glaube, OpenGL. Aber das Ganze, wenn man es also mit Google machen möchte, kann man auch KMZ exportieren. Das gibt also da auch schon einige Möglichkeiten. Das ist eben wirklich dieser Vorteil, dass, ich habe bis jetzt für alles, was ich brauchte, eine Lösung gefunden mit irgendeinem Plugin. Und es gibt eben auch extrem viel Dokumentation, Videotutorials etc., wo man sich dann eben auch, wenn man erstmal begriffen hat, wie es grundlegend funktioniert, dann finde ich, ist es doch relativ einfach, sich auch speziellere Dinge einfach anzugucken. Also und man schafft irgendwie alles dann mithilfe dieser Tutorials, finde ich immer. Du hattest ja die GoF-Kennung direkt in deiner Excel-Tabelle praktisch hinterlegt. Jetzt bietet GoF aber ja auch einen Webservice an, den man hier, denke ich, auch einbinden könnte. Wie könnte man denn das verwenden oder was wäre da ein Anwendungsfall? Genau, also man könnte das als Layer sozusagen hinzufügen. Ich weiß jetzt nicht, ist das ein Web-Map-Service oder ein Web-Feature-Service? Darüber könnte man das hier einbinden, indem man dann hier einfach neue Verbindungen schafft, die URL eingibt und das sozusagen als Service einbindet. Oder aber man kann eben auch zur Geokodierung diese Dinge benutzen, wo man sozusagen halt hier ist es, wo man eben auch solche Services einfach nutzen kann, um seine Daten zum Beispiel als CSV hochzuladen und dann geokodieren zu lassen. Das habe ich aber jetzt nicht direkt ausprobiert, aber über die API müsste das eigentlich auch gehen. Das Problem ist immer, dass bei so einer Demonstration, bei so vielen Daten, dauert es zu lange. Deshalb mache ich das für diese Live-Vorführung auch anders. Also ich hatte ja schon gesagt, ich hatte eben heute auch nochmal versucht, die Namen einfach auch runterzuladen. Bei diesen Massen dauert das einfach zu lange. Da sind die Server dann doch ein bisschen gefordert. Auf der anderen Seite, wenn du es natürlich jetzt in deiner Excel-Tabelle hast und jemand ändert jetzt die Koordinaten von einem Ort, weil er vielleicht gemerkt hat, da stimmt was nicht,
dann wird es bei dir in deiner Excel-Tabelle nicht mehr korrigiert. Im Online-GOV wäre es natürlich aktuell. Das heißt, das muss man wahrscheinlich immer abwägen. Ist Performance wichtiger oder Aktualität der Daten wichtiger? Genau. Ich habe sie jetzt hier reingenommen, weil ich eben auch viel an den Daten einfach auch noch geändert habe und ich dann sozusagen das miteinander einfach alles zusammen habe. Und also bei 10 Millionen Daten und der Umwandlung kann man auch sagen, da rödelt der Rechner doch schon eine Weile. Klar. Noch eine Frage zu den GOV-Kennungen. Du hattest ja am Anfang gesagt, ungefähr die Hälfte der Orte war bereits im GOV registriert. Die andere Hälfte ist da nicht vorgekommen. Fehlen die Daten jetzt einfach in deiner Auswertung oder hast du die nachgetragen? Also gibt es jetzt irgendwie 13.000 neue GOV-Zuordnungen, die du getroffen hast? Kann man die wieder zurückspielen ins GOV oder? Genau, also das meiste waren einfach falsche Einträge in den Tabellen. Da hat dann irgendwer die Spalten verwechselt oder die Zellen verwechselt und hat statt der GOV-Kennung stand dann Beruf da drinne oder irgendwas anderes. Das war das eine Problem. Das andere Problem ist, dass, glaube ich, bei unserer Datenbankabfrage von GOV nicht alle Kennungen erkannt wurden, weil manche Kennungen waren dann auch falsch oder die waren, weiß ich nicht genau, bei der Abfrage dann doch nicht mit erkannt worden. Manchmal sind es ja auch nur Leerzeichen oder irgendwelche Dinge, die man noch bereinigen muss. Also das sind vor allen Dingen Fragen der Datenkuration eigentlich gewesen. Und da sind wir jetzt auch dabei, das nochmal zu bereinigen für unseren Vortrag, so dass wir am Ende dann auch wirklich eine Karte haben, wo wir hoffentlich die meisten Orte erkennen. Und dann ist ja auch noch die Frage, macht es eigentlich Sinn, Orte anzuzeigen, wo es eigentlich nur einen einzigen Eintrag gibt? Ne? Also irgendwo setzen wir ja dann auch eine Karte und schmeißen dann doch auch wieder viele Daten raus. Ja. Danke. Mich interessiert, jetzt hast du da schon Erkenntnisse, also aus dem, was du uns hier vorgetragen hast, nämlich die Frauen in den Adressbüchern. Ich nehme mal an, du hast nicht jedes Mal einen Haushaltsvorstand genommen, sondern wenn die unterm Haushaltsvorstand verzeichnet waren, kommen die zu. Also könntest du sagen, wie viel Haushaltsvorstände sind da, also die Frauen, die eine Wohnung gemietet haben, wenn sie verheiratet waren, sind sie nicht der Vorstand gewesen. Und gibt es so etwas wie eine Häufung von Berufen? Würde mich ja interessieren. Ich denke mal, dass die wenigsten Bürgermeister waren. Genau, das stimmt. Also dann können wir doch lieber erstmal auf den häufigsten Beruf gucken. Irgendwo hatte ich den doch auch. Ja, ich habe einfach mal die häufigsten Berufe von Frauen und die häufigsten Berufe von Männern aufgeschrieben. Und also es ist immer die Top 12, nicht die Top 10, aber Top 10 ist einfach durchgesetzt als Begriff. Man sieht sehr schön, dass viele Frauen eben gar nicht mit einem Beruf dastehen, sondern als Privatier oder Rentnerin, also dass die eben doch eher mit ihrem Besitzstatus auch verzeichnet sind. Die Bezeichnung gibt es natürlich auch bei den Männern, wie man hier bei Rentner sieht. Und im 19., frühen 20. Jahrhundert war Rentner ja auch noch wirklich ein privilegierter Rentner. Heute kriegen alle Rentner Geld, aber damals war das ja noch nicht ganz so. Und bei den Frauenberufen sieht man natürlich, also ich war eigentlich doch überrascht, dass eben diese Näherinnen und Arbeiterinnen besonders häufig da auch auftauchten, weil das sind ja eigentlich Berufsgruppen, wo die Frauen auch heiraten könnten. Während bei der Lehrerin ist es eben doch so, dass bis zur Weimarer Republik viele ja nicht heiraten konnten und deshalb als Haushaltsvorstand eben doch auch besonders viele im Bereich der Bildung und der Gesundheitsberufe auftauchen, weil die natürlich gleichzeitig Haushaltsvorstand waren, aber eben hier in diesen Berufen der Näherin und Schneiderin oder auch Verkäuferin und Kontoristin haben wir eben auch sehr viele Berufe. Bei den Männern sieht es tatsächlich, also es gibt eben Berufe, die ähnlich häufig eigentlich sind. Das sind eben auch diese landwirtschaftlichen Berufe, die allgemeinen Berufe, Fabrikarbeiterinnen etc. Aber
bei diesen handwerklichen Berufen, Schlosser, Maurer, vielleicht auch die Kaufleute, Bergmann, da unterscheidet sich das dann doch schon in der Häufigkeit der Nennung. Und meine liebste Folie hatte ich eben schon mal gezeigt. Das ist diese Folie. Also wir haben eben 10 Berufsgruppen, nach denen wir hier klassifiziert haben. Also das sind schon sehr grobe Berufe. Und das hier ist mal ein zeitlicher Vergleich der Berufsgruppe der Produktion, also des Handwerks eigentlich, und des Transportwesens und der Sicherheit. Und man kann eigentlich sehen, dass die einen relativ ähnlichen Verlauf haben bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Und dann dividieren die beiden sich doch deutlich auseinander. Das Transportwesen wird eben sehr viel seltener dann als eigentlich Berufe in der Produktion. Und jetzt könnte man die These aufstellen, das hat vielleicht mit der Motorisierung des Verkehrs zu tun. Also, dass hier das Auto und die Maschinen, die sozusagen dann eine andere Fortbewegungskraft haben, nicht mehr so begehrt sind bei den Frauen, könnte ein Hintergrund sein, warum es zu dieser Auseinanderentwicklung gibt. Also solche Ergebnisse haben wir gefunden. Ob die stimmen, muss man eben mit noch vielen weiteren Quellen mal hinterlegen. Aber also das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, das mich selber überrascht hat und was ich interessant finde, um das sozusagen weiter zu verfolgen. Ich habe sozusagen diese Berufsgruppen auch mal versucht, im Anteil des, also prozentualen Frauenanteil hier abzutragen. Also rot bedeutet immer, der Anteil war sehr klein. Weiß ist, naja, das ist so halbwegs ausgewogen. Und blau bedeutet, es ist ein höherer Berufsanteil. Und man sieht eben sehr schön, die einzige Berufsgruppe, in der sozusagen eigentlich fast durchgehend zeitlich hier Berufe unter Frauen üblich waren. Das ist eben im Gesundheits- und Sozialwesen, im Bildungswesen, wo wir das wiederfinden und wo es relativ früh eben auch sozusagen doch auch eine stärkere Beteiligung der Frauen gibt, ist eben als Eigentümerin, als Besitzerin. Das sieht man sehr deutlich. Während eben im Verkehr ist schon zumindest im Kaiserreich ja auch eine mittlere Beteiligung durchaus von Frauen gibt. Auch im Handel und Tourismus finden wir relativ viele Frauen. Während zum Beispiel in der Verwaltung kommt das dann doch erst ein bisschen später, dass hier Beruflichkeit von Frauen auch üblicher wird. Und was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass eigentlich in Kunst und Religion, und da sind auch viele Wissenschaftsberufe, also die Hochschulberufe drin etc., das kommt eben doch auch sehr, sehr spät. Und in manchen Berufsgruppen, wie zum Beispiel dem Bauwesen oder auch im Militär, ist weibliche Berufstätigkeit eigentlich bis in die 60er Jahre noch eher wenig zu finden. Also das sind so Ergebnisse, die werden wir dann aber in 2 Wochen auch nochmal intensiv vorstellen und zeigen. Ja, der Arne hier, schönen Abend wünsche ich. Eine Frage genau zu dieser Karte, die gerade angezeigt ist. Ist das möglich oder bietet QGIS das Feature, diese Karte sozusagen als interaktive Karte zu nutzen? Sprich, wenn ich mit der Maus jetzt auf einen von diesen Punkten gehe, dass dann via Tooltip oder Ähnlichem dann Zusatzinformationen angezeigt werden, wie zum Beispiel der aktuelle prozentuale Anteil der Frauen an dieser Stelle oder die Top 3 Berufe. Also kriege ich Interaktivität in diese Karten hinein? Genau. Das gibt es auf jeden Fall. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe Plugins, die man da nutzen kann. Ähnlich eben wie mit dieser webbasierten Publikation. Man hat ja hier in dem Programm zumindest auch immer die Möglichkeit, die Daten nochmal abzurufen und sich anzugucken, je nachdem, wo jetzt Informationen hier drin stehen. Also auch hier habe ich schon diese Übersicht, die ich eben mir immer anschauen kann, je nachdem, was sozusagen in der Datenbank drin ist. Okay, vielen Dank erstmal. Üblicherweise wird ja als Hintergrund immer die OSM-Karte genommen. Hast du Erfahrung mit historischen Karten, die man so als Hintergrund nehmen kann? Gibt es da Shapefiles? Gibt es irgendwelche Quellen? Genau, also historische Karten werden ja gerade in Masse auch digitalisiert und auch georeferenziert.
Das Problem ist ein bisschen, dass das meistens Services sind, die auch kostenpflichtig sind oder wo man eben immer auf dem Server des Kartenanbieters arbeiten muss. Ich meine, wir propagieren ganz intensiv, auch solche Daten freizugeben und als Open Data einzubinden. Und das wird sicherlich auch kommen in der nächsten Zeit. Ich habe ja jetzt praktisch mit diesen Grenzen auch schon eine historische Karte hier genutzt, auch wenn ich sie nicht als Karte anzeigen lasse. Aber hier in diesem Server des HGIS Germany, das ist ja auch schon ein Projekt, was sehr früh gemacht wurde, gibt es noch jede Menge anderer Karten auch. Also auf diesem Server in Harvard findet man eben auch noch jede Menge historischer Karten, die man sich runterladen kann. Und man kann mit QGIS eben auch selber georeferenzieren. Es gibt eben hier dieses Tool zum Georeferenzieren, wo man eben auch selber historische Karten als Rasterdaten dann einladen kann und die man dann georeferenzieren kann anhand einzelner Punkte. Dazu gibt es auch sehr schöne Videotutorials, die das ganz umfänglich beschreiben. Und damit kann man sich seine eigenen Karten auch georeferenzieren. Das haben wir eben auch schon gemacht, um dann eben Grenzverläufe etc. und Territorien auch darzustellen. Was es eben noch nicht so richtig gibt, ist ein schönes Verzeichnis, wo ich welche Quellen finde. Es ist immer noch sehr mühsam, so ein Verzeichnis für Shapefiles etc. zu finden. Es gibt Inspire, das ist ja praktisch die Registrationsagentur für deutschlandweit und für europaweit für moderne Karten, aber für historische Karten gibt es das noch nicht so richtig. Du hast jetzt ja hier die Kreise hinterlegt, noch die historischen. Gibt es eine Möglichkeit, jetzt irgendwie Daten zu aggregieren? Also zum Beispiel, wenn du jetzt mehrere Punkte in einem Kreis hast, zu sagen, addier mir die jetzt einfach? Ja, also A kann man immer über die Attributtabelle, auf die kann man ja hier zugreifen und man kann die auch verändern. Man kann auch selber dann diese Dinge zusammenführen und es gibt aber auch auf der Ebene der Kreise, man kann die sozusagen verschmelzen und man kann sie aber auch wieder auseinandernehmen. Das geht. Also man kann bei bestimmten Überlagerungen kann man die dann zusammenführen. Ah ja, gut. Und das ist, also das kann man auf der Ebene des Digitalisierens machen. Und man kann es aber auch auf der Ebene der Daten machen, in den Attributtabellen. Sie hatten ganz am Anfang erwähnt, dass Sie die Berufsbezeichnung noch versucht haben zu normalisieren anhand einer gewissen Taxonomie. Gibt es das auch irgendwo zum Download? Noch nicht, soll es aber bald geben. Also das ist ja jetzt im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastrukturen unser Projekt, was wir auch sehr zügig publizieren wollen. Zwischendurch können wir aber anbieten, dass wir Berufsdaten auch gerne matchen. Also dass wir die, wenn wir die Berufsinformationen kriegen, dann würden wir die einfach klassifizieren, weil wir natürlich auch an den Varianten immer ein Interesse haben und die erstmal auch mit in unsere Daten integrieren wollten, haben wir es jetzt erstmal noch so rumgemacht. Aber da einfach mal eine Mail schreiben und dann kommen wir da schon zueinander. Okay, dankeschön. Ja, nochmal meine Frage zu den historischen Daten. Die Messtischblätter, die sind ja eigentlich fast überall irgendwie downloadbar und so weiter. Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht, die zu georeferenzieren, sodass sie als fertige Objekte in QGIS eingeladen werden können? Ja, also ich weiß, dass diese Messtischblätter, die sind in irgendwo Histomap oder so, sind die auch schon alle digitalisiert. Das ist aber kostenpflichtig. Also die sind nicht frei zugänglich. Also man kann die nicht einfach runterladen, weil das natürlich auch sehr teuer ist, diese ganze Georeferenzierung. Und das ist das Problem. Ich meine, die SLUB Dresden hat das ja schon mal gemacht. Also die sind alle dabei, ne? Also es gibt jetzt viele neue Projekte, in denen da auch gerade viel passiert. Ich glaube, es lohnt sich auch einfach vielleicht mal so eine Wiki-Seite zu machen, wo man mal zusammenträgt, wo jetzt schon überall sowas ist. Also ich habe das jetzt auch gar nicht so intensiv verfolgt, was da alles entsteht, aber ich weiß, dass es überall drumherum, also Geodaten ist gerade wirklich sehr dynamisch und da passiert extrem viel.
Genau, ihr seid ja bei den Adressbuchdaten wahrscheinlich so vorgegangen, dass ihr euch die Liste der Adressbücher genommen habt, die GOV-IDs rausgezogen habt aus dem GOV und die dann entsprechend als CSV-Dateien verarbeitet habt, kuratiert habt und dann verarbeitet habt. Das GOV bietet ja die Möglichkeit, auch gesamte hierarchische Strukturen auszulesen. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel, wenn ich eine Karte erstellen wollte mit allen Kirchspielen aus Ostpreußen, dann könnte ich ja im Grunde genommen erstmal das oberste GOV-Objekt der ostpreußischen Landeskirche irgendwie mir nehmen und dann runtergehen über die Diözesen und so weiter, bis runter in die einzelnen Kirchenkreise, Kirchenspiele und so weiter. Und diese Objekte dann entsprechend einmal per Soap-Service oder per WSDL-Service aus dem GOV mir rauslesen, zusammenbasteln. Und dann wird die Arbeit ja wahrscheinlich nur noch eine CSV-Datei erstellen und entsprechende Kreise und Polygone und so weiter dann da drin daraus zu generieren. Ne? Ja, also das geht ganz gut. Und man braucht wahrscheinlich, also der Witz ist, dass man über die Geokoordinaten ja auch schon vieles passfähig anzeigen lassen kann. Also man braucht gar nicht mehr viel digitalisieren. Also meine Daten, da mache ich eben gar nichts mehr. Ne? Ich digitalisiere gar nichts mehr selber, sondern ich bringe die Daten mit den Geodaten rein und kann eigentlich das meiste anzeigen, was ich anzeigen lassen will. Ja, genau. Also die Kirchspiele haben ja meistens eine Geokoordinate. Also von daher müsste die direkt aus dem GOV über den WSDL-Service ja auslesbar sein. Ja. Ich wollte mal fragen, ob das QGIS alternativlos ist oder ob es da vielleicht noch was anderes gibt. Ist ja doch sehr mächtig. Also es gibt sehr viel Software in diesem Bereich, sowohl kommerzielle wie auch nicht kommerzielle. Bei den kommerziellen ist ja ArcGIS der Marktführer eigentlich. Damit habe ich schon lange nicht mehr gearbeitet, weil wir uns das nicht leisten können an unserem Lehrstuhl. Also das betrifft eben unseren Computerpool. Das ist eben doch so teuer, dass im geisteswissenschaftlichen Computerpool das eher nicht benutzt wird. Deshalb bin ich dann irgendwann komplett auf QGIS umgestiegen. Aber es gibt jede Menge Software und es gibt ja auch mittlerweile jede Menge Hilfsmittel, um diese Geokoordinaten zu matchen, um die vorzubereiten, einzubinden, etc. Okay, danke. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Also, ja. Das ist auch eine Geschichte für sich. Also Bernhard hat ja schon gesagt, bei den Geodaten ist das schon, aber auch bei den Tools. Es gibt unendlich viele Tools mittlerweile. Und es gibt eben auch Tools, wo man webbasiert ja schon seine Karte bastelt, wo man gar nicht auf diese Ebene unbedingt muss. Also man muss gar nicht so viel können, um zu seiner Karte heutzutage zu kommen. Da gibt es ja auch sehr einfache Möglichkeiten. Allerdings lässt man da eben auch immer seine Daten. Also man kommt da häufig ja nicht raus wieder. Mhm. Also das Gute an QGIS ist eben, dass man Herr seiner Daten bleibt. Die Frage, Clemens hatte das vorhin schon angesprochen, dass man ja aus dem GOV entsprechende Geokoordinaten übernehmen kann. Meine Frage ist, damit habe ich aber noch keine Shapefiles für Kreise, für Kirchenkreise, Kirchengemeinden oder Gemeindegebiete. Wie gehe ich da vor? Gibt es da Sammlungen, auf die ich zurückgreifen kann? Oder muss ich die dann händisch selber digitalisieren? Genau, also ich habe die ja hier eigentlich drinne, die Kirchengemeinden aus diesem Mosaikprojekt. Das sind ja die Kreise im Kaiserreich. Also ich muss mal gucken, welches ist jetzt hier, dieses hier. Ich könnte jetzt anfangen und hier in diesen Digitalisierungsmodus gehen. Also ich kann jedes einzelne davon verändern, ich kann es erweitern, etc. Also wir haben die hier eigentlich schon. Auf der Ebene ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Ämterebene gehe, gibt es da schon Vorlagen, die ich nutzen kann? Nicht, dass ich wüsste. Also ich denke nur diese Kreisebene, aber man könnte es modifizieren anhand dieser Dinge. Also es ist eigentlich noch ein Thema, was jetzt von CompGen vielleicht mal angegangen werden könnte. Also ich habe da mal mit Jesper ein bisschen hin und her überlegt. Historische Shape-Dateien ist ganz schwierig zu kriegen. Also wenn es um aktuelle Gemeindegrenzen geht oder sowas, da gibt es bei den verschiedenen Vermessungsämtern und so, da gibt es verschiedene Portale, wo man die runterladen kann.
wenn es jetzt zum Beispiel um Gemeindegrenzen im Kaiserreich geht, das ist ganz schwer zu kriegen. Es gibt so gedruckt eine Grundkarte des Deutschen Reiches, wo die tatsächlich damals die ganzen Gemeindegrenzen in gedruckten Karten erfasst haben. Aber das sind analoge Karten, die liegen auch in unterschiedlichen Bibliotheken, nirgendwo komplett vollständig. Und das wäre dann mal so ein richtiges Projekt, die vielleicht dann erstmal einzuscannen, verfügbar zu machen und dann vielleicht die Grenzen nachzuzeichnen, die Gemeindegrenzen. Aber das wäre sicherlich ein ziemlich großes Projekt, was also im Rahmen von dem GOV schon mal angedacht worden ist. Aber wie gesagt, es wäre ein Riesenprojekt, was sich sicher irgendwo lohnt. Aber das Nächste, was ich machen würde, also machen werde, nicht würde, ist, dass ich bei uns im Wiki nachkicke. Und wenn man vielleicht die Ressourcen, die das da gibt, auf einer Seite darstellen würde, wäre das wahrscheinlich schon so etwas wie ein Anfang. Christoph, du weißt, wünschen kann man sich viel, am Ende muss es dann immer erstmal einer machen. Und wenn ich jetzt zu dir sagen würde, stell dich an die Spitze der Bewegung, dann würdest du dich vielleicht beim nächsten Mal überhaupt nicht mehr melden. Das möchte ich nicht tun, sondern wir müssen vielleicht an irgendeiner Stelle anfangen, mal so zu schauen, welches Wissen hat Katrin, du stellst sie uns ja zur Verfügung. Was können wir jetzt noch dazu leisten? Und da ist unser Wiki schon eine erste Adresse, wo man dergleichen vielleicht zusammenstellt. Es ist die Fülle an Informationen, die schwer zu bewältigen ist. Und von daher, wenn sich jemand eines Teilbereichs annimmt und wie soll ich sagen, eine gewisse Zuarbeit macht, kommen wir am Ende da auch voran. Du findest denn vielleicht auch Leute, die sich zusammentun? Allerdings hatte ich es tatsächlich übernommen, in der Diskussion mal ein bisschen zu recherchieren, wo überhaupt diese Gemeindekarte des Deutschen Reichs, in welchen Bibliotheken die liegt. Ich habe auch schon mal eine Karte erstellt von einer Bibliothek, welche Gebiete damit abgedeckt sind. Das ist so ein UMAP. Das könnte ich auch dann, wenn so ein Wiki-Artikel entsteht, da mal mit einbinden. Aber das wäre so der allererste Schritt, überhaupt mal zu gucken, welche Bibliotheken haben was. Und da sehe ich mich durchaus da, dass ich da auch mal ein paar, 3-4 Anfragen an Bibliotheken stelle, die das nicht im Detail auf ihren Katalogen publiziert haben, welche Blätter sie nun haben. Es ist genauso. Wir müssen Bruchstücke zu ihrem Ganzen zusammensetzen. Das ist ein Puzzlespiel.